Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Der Endchallenge mit mir, dem Drago. Oh, du. Mir ist nach Singen zumute. Was bist denn du? Ich selbst bin keine Trainerin. Aber wenn dir ein Trainer in die Augen sieht, solltest du dich auf einen Kampf vorbereiten. Ja, alle Trainer hier sind aggressive Kinder, die nur das Kämpfen im Sinn haben. Ein wildes Hornliu erscheint. Ja, komm. Getackle. Backlass. So, ein Volltreffer. Wunderbar. Schön gemacht. So, hier kommt erstmal ein Fadenschutz, was ich wieder nicht höre. Weshalb auch immer. Aber egal, ne? Muss mal schnell schauen, ob ich da irgendwas an dem Sound umstellen kann. Pokéball, los! Und einmal, zweimal, dreimal. Klack. Hornlio ist gefangen. Ich habe immer noch nicht eure Kommentare lesen können, denn ich habe mir vorgenommen, 4 Folgen aufzunehmen, bevor ich überhaupt anfange, es hochzuladen. Damit ich für das Wochenende des Japantags genug zum Zeigen habe, ein neuer Antrag aufgenommen. Hornlio, das Raupen-Pokémon. Es greift mit dem 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. Es steht, unser Laub anzutreffen. Jo. Ja, bitteschön. Und zwar nenne ich... Boah, ohne Witz, ist der erste Spitzname, der mir einfällt, ist Pieksa. Aber Pieksa ist auch irgendwie voll dumm. Wie könnte ich dich denn nennen? Raupi? Nein. Wer hat denn noch einen kleinen Stachel? Igel... Nein, halt. Oh, das ist nicht wirklich... Nein, egal. Nein. Ich nenne ihn wirklich... Ich nenne ihn Robby. Robby. Nicht Robby, sondern Robby. Robby. So. Weil er die ganze Zeit am Boden rumrobbt. Ne? Geiler Spitzname. Ja, Hornlio ist okay als Pokémon, aber nicht mein Lieblings. Ich suche Kämpfer-Pokémon, doch ich fand einen Trainer. Das ist sehr schlau von dir, mein Freund. Der Uli setzt Raupi ein. Level 3 gegen mein geschwächtes Fox. Ein Volltreffer von einem Raupi ist irgendwie uncool. Wäre uncool. Wie viel Schaden machst du? Oh, 2. Oh. Oh. What the hell? Okay, auswechseln. 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 Oh, Halleluja. So, okay. Jan kriegt erstmal ein bisschen Schaden. Meine Güte. 4. Folge und der erste Herzinfarkt fast da. So, okay. Ich möchte dieses Taubsi nämlich nicht freilassen. Noch nicht. Fox Ellen Sandwirbel. Schön. Okay. Käfersammler Uli setzt Raupi ein. Dafür lasse ich Jan draußen. So. Dann kriegt der ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. No problem. Tackle. Und ja, die Hälfte ist okay. Ja, dass ich einen Tackle fresse, ist ziemlich klar. Schon wieder ein Volltreffer. Alter! Junge! Hör auf damit! Wie zur Hölle hast du deine Pokémon trainiert? Das ist voll uncool. So. Jan erreicht Level 10. Jan erlernt Glut. Und ach, du bist so stark! Okay, cool. Sehr, sehr geil. Da haben wir wieder eine Aprikoko Pink, wo wir nicht durch können. Und langsam wird es mir von meinem Leben her aber ganz schön eng. Ich werde mal kurz einen Trank schlucken. Da sind die Tränke, da ist der Trank. Einsetzen. Auf Jan. Fox braucht es nicht, denn Fox wird gerade eh nur ausgetauscht, der ganze Zeit. Oh Leute, freut euch schon mal auf einen langen Kampf. Ne, wobei, freut euch nicht auf einen langen Kampf.
Ich könnte jetzt natürlich hier mit Forks durchkämpfen, denn Kokona, wilde Kokonas können nur Härtner. Also in der Edition. Ich weiß nicht, ob es in der Edition auch schon war. Aber ich glaube, also ich weiß, dass es in Rot und Blau auf jeden Fall so war. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal geändert haben. Ich habe mir niemals mehr wieder ein wildes Kokona oder Safkon gefangen seitdem, um das nachzuschauen. Aber egal. Zack, das ist sehr effektiv. Kokona wurde besiegt. Forks erhält Erfahrungspunkte. Jan erhält Erfahrungspunkte. Ja, fast gar nichts, was ich da krieg. Insgesamt wären es 50 gewesen. Hi, na? Die Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon mit Hilfe einer Attacke da drin für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen gehen. Mein Gott, red doch deutlich. So, Drago hat Trank gefunden. Den verballerten Trank haben wir also auch schon wieder hin. Was bist du für einer? Mummel, Mummel, Gähn. Ich bin heute auf der Suche nach einem Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße tun weh und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, wäre ich jetzt leichte Beute. Gön. Okay. Hier eine apropos Schwarz wahrscheinlich. Oder Schwirz. Ja, Schwitz. Das ist die Schweizer Aprikoko. Die Schwitz Aprikoko. Hallo, ne? Möchtest du kämpfen? Ich habe jede Menge Pokémon gefunden. Lass uns kämpfen. Ja, ich weiß, dass man dem seine Nummer, glaube ich, auch geben kann. Irgendwas sowas ist mir im Kopf geblieben. Alter, wie viel Käfer hast du? So, okay. Pokémon tauschen. Jan. Jan, zeig doch mal so einem Raupi, was es alles kann. So, setzt Fadenschuss ein. Ist okay. Ich hoffe ja inständig, dass mein Taubsi langsam stärker wird. Ich werde natürlich nicht trainieren können, denn ich muss immer erst vor dem Arenaleiter kann ich trainieren. Das ist in den Regeln so weiter. Dementsprechend muss ich durchlaufen. Ich kann zwar zum Pokémon fangen, kann ich ins Gras gehen, aber das sollte sich halt auch in Grenzen halten. Ja, ich werde wieder auf Forks wechseln. So, Raupi wird reingeschickt, okay. No problem, mache ich. Mache ich ganz einfach weg. So, Fox, komm zurück. Jan, verhilf unserem Freund doch mal zu Erfahrungspunkten. Eigentlich könnte ich den Knovenserturm auch mit Jan alleine durchmachen. Das wird wahrscheinlich super einfach gehen. Ich bin nur gerade am Überlegen, ich brauche auf jeden Fall noch Pokémon für mein zweites Team, denn wäre irgendwie uncool, wenn ich dann das nächste Team habe. Und ich brauche auf jeden Fall Pokémon dafür. Möchtest du Hornio dein Pokémon wechseln? Ja, möchte ich. Ich möchte wieder auf Forks gehen. Hat schon inzwischen wieder 5 HP. Und Hornio wird eingesetzt. Wunderschön. Hallo, Hornio. Nein, ich wollte gar nicht kämpfen. Scheiße. Giftstachel ist uncool, denn das kann vergiften. Nein! Nein, 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 nein! Och, nein! Scheiße. Ach komm. Hey, was für Volltrefferchancen haben denn die? Ja, mein lieber Fox. Du warst halt doch kein Phönix. So, ja, Fox ist nicht tot, natürlich. Aber Fox wird hier jetzt freigelassen. Scheiße, Mann, das nervt. Ja, komm hier. Fu, du Käfersammler, Fu. Pokéball gefunden, ja, super, okay. Ja, das war's mit Taubsi.
Darf natürlich auch kein Taubsi mehr im Spiel fangen, also... Und auch kein Tauboga und Taubos sowieso nicht. Oh, ist mir egal, Hornleo, geh weg. Ja, ich werde ja definitiv ein Team, ich werde definitiv hier mein Team jetzt mit 3 Pokémon lassen. Ich werde den Myra-Plateau mit Jan alleine machen. Und hoffe, dass ich dann die Arena einigermaßen gut schaffe. Sollte eigentlich sein. Davor kann ich meine anderen Pokémon ja noch trainieren. Bevor ich die Arena gehe. Was sagst denn du mir? Ich habe in der Dunkelhöhle ein tolles Pokémon gefangen. Ich werde es trainieren, um später damit gegen Falk den Arena-Leiter von Viola City anzutreten. Ach, Falk. War Falk nicht Flug? Ich glaube schon. Hey, wo habe ich dich überholt? Oh, Drago. Drago, genau. Drago. Du bist echt schnell. Du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Drago. Dafür bekommst du jetzt was von mir. Hier. Kampfkamera. Okay. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe schon mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Meryl. Ja, hätte ich jetzt super gut filmen können, wie man Taubsi besiegt wird. In dieser Gegend achten die Leute sehr darauf, das alte Stadtbild zu bewahren. Die Farben der Dächer des Pokémon-Supermarkts und das des Pokémon-Centers wurden hier exakt dezent gehalten, damit sie nicht zu sehr herausstechen. Okay, das ist toll. Wow, Bärenfrühstücke, Bärenfrühstücke. Hallo, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du sie bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist fast geschenkt, sag ich dir. Okay. Man erzählt sich, nachts würden Geister durch den Knovenserturm spuken. Angeblich zeigen Attacken des Typs normal keine Wirkung bei ihnen. Aha, also Geister bei Nacht. Hier will doch wer tauschen, oder? Ich sammle Pokémon. Sag mal, hast du vielleicht einen Knovenser? Würdest du es gegen meinen Onix tauschen? Nein. Du willst es nicht tauschen? Hm, du dumm. Ja, natürlich, Tausch-Pokémon darf man natürlich annehmen. Muss man nicht. Es ist jedem seine Entscheidung. Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber wenn du nicht die richtigen Orden besitzt, gehorchen sie dir nicht. Das ist vollkommen richtig und auch sehr gefährlich. Dieses Onix hat mir am Anfang nicht gehorcht, weil ich das viel zu stark trainiert habe. Und irgendwann hat es dann angefangen so, nö, will immer. Kein Bock. So, okay, hier brauche ich jetzt eine Trümmerer. Das ist, glaube ich, so eine Art Pokémon-Schule. Kann es sein? Ja, Pokémon-Schule interessiert mich nicht. Ich kann alles. Ich weiß alles. Ich... Ja, egal. So, kurz mal ins Pokémon-Center gehen, um mich zu heilen. Was sagst du, alter Mann? 3 Jahre sind nur vergangen. Damals missbrauchte so eine Bande namens Team Rocket Pokémon, um jede Menge schlimme Sachen anzustellen. Aber das Gute siegt immer über das Böse. Ein kleiner Junge zwang diese Banden heldenhaft in die Knie. Ja, das war Red. Pokémon sind sehr clevere Lebewesen. Wenn du das Pokémon eines anderen Trainers in dein Team aufnimmst, wird es dir oft nicht gehorchen. Und wenn dir ein bestimmter Orden fehlt, missachten besondere Pokémon, deren Level sehr hoch ist, auf deine Befehle. Oh, du siehst auch interessant aus. Castor, hallo da. Echte Pokémon-Fans kennen mich bereits aus meiner Sendung aus dem Lehrkanal. Castor lautet mein Name. Heute mache ich keine Umfrage, wie mich mein Pokémon wahrnimmt. Machst du mit? Oh, warum nicht? Okay, ich kann irgendwie Eigenart und Bedroher. Also du bist eigenartig und am liebsten würde ich dir eine reinhauen, will ich damit sagen. So. Echt? So wirke ich auf dich? Wenn man wissen will, wie man auf andere wirkt, ist man immer der Meinung der Leute um einen herum angewiesen. Was? Na gut, und was sagst du zu meiner heutigen Stimmung? Stimmung? Gefühle? Ich bin enttäuscht von dir, weil es einfach so langweilig ist, diese komischen Dinger einzusetzen. Und, hasse dich. So, genau das möchte ich sagen. Ach was, willst du wirklich? Da muss ich mich ja wohl in Zukunft noch mehr ins Zeug legen. Deine Meinung ist mir sehr wichtig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Deine Antworten haben mir ein paar wichtige Anregungen gegeben. Vergiss nicht, meine Sendung anzusehen. Ja, ganz sicher. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC erfunden. Du kannst über dieses PC bei der Theke auf das Pokémon-Lagerungssystem... Blablabla, probier's so aus. Okay. Ja.
Na komm, heil. Danke. Okay. VM-Sklaven, was ich natürlich nicht vergessen habe zu sagen, gibt es in dieser Edition auch, falls ich wirklich keine Pokémon habe, die irgendwelche VMs lernen können, kann ich natürlich ein anderes Pokémon dafür hernehmen. Darf aber keine Erfahrungspunkte kriegen. Also, das sind VM-Sklaven. Nur dafür da, um VMs einzusetzen. So. Wir haben doch gerade erfahren, dass es Bills PCs Lagerungssystem ist. Na gut. Taubsi. Ja, Regeln sind Regeln. Mach's gut, mein Freund. Wir haben uns nicht lange gekannt. Aber du warst mir ein treuer Gefährte und hast leider versagt. Okay, Box weiter bearbeiten? Nein. Damit haben wir unser erstes Pokémon verloren. Das ist, läuft irgendwie nicht so wie geplant. So, egal. Wir gehen jetzt in den Knovensaturm, um da definitiv noch ein bisschen was zu machen. Knovensaturm. Die Trainersäule des Turms soll über 30 Meter Knovensaturm entstanden sein. Danach ist es gefällt worden. Siehst du, wie es sich bewegt? Die Mönche scheinen oben mitten im Training zu stecken. Der Knovensaturm wurde von langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Leute, die es bis ganz an die Spitze dieses Turms schaffen, erhalten eine exklusive Attacke. Okay. Das ist nett. So, hi, ne? So sehr wir hier auch wüten, der Turm steht felsenfest. Na dann kann ich ja loslegen und kann hier alles in Asche verwandeln. Denn ich habe ein Feuer-Pokémon. Alles ist hier aus Holz. So, Knovensa, Level 3. Ja, Jan kann jetzt ein bisschen platt machen. Bam. Kaputt. Wenn ich natürlich mit einem Pokémon über das Level des niedrigsten Pokémon des Arena-Leiters, ihr wisst ja schon diese eine Regel, man darf nur vorm Arena-Leiter trainieren und zwar auch nur so weit, bis das Pokémon ein Level, das Level von dem schwächsten Pokémon des Arena-Leiters hat. Wenn man natürlich davor mit einem Pokémon gespielt hat und dieses Level schon damals überschritten hat, kann man nichts machen, ist halt so. Also man wird jetzt nicht bestraft dafür, dass man jetzt über das Level kommt. Aber man darf halt einfach nicht dann dieses Pokémon nochmal offscreen trainieren. Knovensa wird in den Kampf geschickt. Wunderbar. Ganz was Neues. So, ich werde weiter mit Glut angreifen. Dann brutzel ich die einfach mal so, wie sie da stehen. In Grund und Boden. So, einmal weniger. Oh, es geben sogar gut Erfahrungspunkte. Und natürlich bleibt Jan drin. So, dala. Einmal Glut. Und auch das ist sehr effektiv. Gibt mir wieder das 54 Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Genau. Und wir sind fast Level 12. Das ist schön. Ich habe hart gekämpft. Und doch, ich war einfach zu schwach. So. Ja, übrigens noch eine kleine Regeländerung, die ich mir selber gemacht habe. Das Offscreen-Trainieren beinhaltet auch Jan. Da Jan definitiv nach der Liga ins Team kommt und ich dann nicht die ganzen Routen ablaufen will. Deswegen werde ich ins Offscreen-Training auch Jan mit reinbringen. Sonst natürlich nur die Pokémon, die ich sonst so im Training habe. Aber Jan hat dann eine extra Rolle, dass er halt einfach dann, wenn die Pokémon-Liga, falls wir sie schaffen, dran wieder ist, dass er halt nicht ewig nachleveln muss. Ganz einfach. Deswegen darf ich Jan mit trainieren. Knovensa wird eingesetzt. Hallo Jan. Glut. Mach's fertig. So, das ist sehr effektiv. Knovensa wurde besiegt. Jan erhält Erfahrungspunkte. Ist fast Level 12. Das ist schön. Diesen Kampf machen wir noch. Danach sind wir nämlich schon... Wir sind jetzt bei den 20 Minuten angekommen. Dementsprechend
wird die Folge nach dem Kampf zu Ende gehen. Schreibt mir gerne eure Kommentare unten in die Kommentare. Ja, und schreibt mir auch Spitznamen. Also, jetzt werde ich dann wahrscheinlich die ersten paar Spitznamen von euch dann schon hernehmen können. Und dann, nein, ich bleib bei Jan. Jan ist toll. Jan ist spitze. Offscreen-Training wird natürlich onscreen gemacht, was auch viel Sinn ergibt. Ich werde das mit Zeitraffer und bisschen Musik hinterlegt, werde ich das aufnehmen für euch, damit ihr auch seht, dass ich auch nicht bescheiße, ne? Soll mir ja keiner nachsagen. Auch dafür vielen Dank. Okay, wunderbar. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von Pokémon Soul Silver mit dabei. Hoffentlich verlieren wir da kein weiteres Pokémon. Dankeschön. Bis morgen. Ciao.